Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Lücking, für die freundliche Einführung und für die Begrüßung. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich wirklich sehr über Ihr Interesse an dem Thema mitten in der Sommerzeit. Also schön, dass Sie da sind. Ich mag kurz in das Papier einführen. Ja? Was wollen wir eigentlich mit diesem Papier? Wir, das sind Professor Lob Hüdepohl, der heute leider nicht da sein kann, Professor Bruchhausen, der hier auch anwesend ist, und ich mit der Unterstützung von Herrn Dr. Hirschberger für die Deutsche Kommission Justitia et Pax. Das Papier ist primär ein Grundlagenpapier, das aber gleichwohl eine Positionierung vornimmt. Und dabei war es uns ein Anliegen, Diskussionsräume zu eröffnen. Also nicht Diskussionsfronten verhärten, sondern durch eine nachvollziehbare Argumentation zum Handeln, zu einem anderen Handeln anzuregen. Und das aber mit Nachdruck. Einer unserer Ausgangspunkte ist, dass die vielbeschworene Rede vom gemeinsamen Boot, in dem wir alle sitzen, zwar als moralisches Ideal oder Appell geeignet sein mag, aber nicht als Kennzeichnung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit droht vielmehr durch die Nutzung dieses Bildes verdeckt zu werden. Die Pandemie trifft nämlich nicht alle gleich, nicht bei uns, das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, alle gelernt, und international schon gleich gar nicht. Das gilt sowohl für die Wahrscheinlichkeit zu erkranken und die Schwere der Erkrankung, als auch für die Folgen der Pandemie Maßnahmen. Und das gilt auch für den Zugang zu Impfstoffen. Darum geht es dann vorrangig in unserem Papier. Und eine Grundannahme ist, dass die weltweite extreme Ungleichheit im Zugang zur Gesundheitsversorgung ein Gerechtigkeitsproblem ist und dem Menschenrecht auf Gesundheit widerspricht. Und konkretisiert wird das dann am Zugang zu Covid-19-Impfstoffen. Das Problem geht aber darüber hinaus. Die zentrale Forderung, die daraus resultiert, lautet, zu einem besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung weltweit beizutragen, insbesondere eben nun dem Zugang zu Impfstoffen, und zwar im Ausgang von den jeweiligen lokalen Erfordernissen. Was konkret beinhaltet das? Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen das Papier gelesen haben. Ich werde deshalb nur knapp jetzt nochmal drei verschiedene Ebenen des Papiers darlegen, aber relativ knapp. Zur Situation. Als wir den Text im April, Mai geschrieben haben, war die Situation, wie so oft im vergangenen Jahr, noch etwas anders als jetzt. Ja, die Delta-Variante spielte noch keine so große Rolle und damit verbunden die Infektionslage in vielen Ländern des globalen Südens war noch etwas entspannter. Das Thema hat zwischenzeitlich also nicht an Relevanz verloren, sondern ist noch wichtiger geworden. Und während wir in Deutschland ja gerade, Frau Lücking hat schon gesagt, über die Rückkehr zur Normalität sprechen und die auch ein Stück weit ja schon leben, ist das in den meisten Ländern des globalen Südens doch sehr weit entfernt. In vielen Ländern sind die Inzidenzen gestiegen. Wir wissen, es fehlte in den letzten Monaten an Sauerstoff, an Geräten und eben an Impfstoff. Die Pandemie kann noch völlig unzureichend bewältigt werden und gleichzeitig, und das macht die Sache ja so kompliziert, bindet sie Kapazitäten, sodass andere Krankheiten noch weniger Behandlung finden. Moralisch, also zweite Ebene, ist das in vielerlei Hinsicht problematisch. National haben wir uns ja entschieden, vorrangig besonders vulnerable Gruppen zu impfen, mit guten Gründen. Der Schutz dieser Gruppen sollte aber auch über Nationalgrenzen hinweg gelten. Ich nenne dazu nur knapp drei zentrale Argumentationsstränge. Erstens, es handelt sich um eine menschenrechtliche Verpflichtung. Wie Sie wissen, das Menschenrecht auf Gesundheit rückt die sozialen und politischen Bedingungen und Voraussetzungen von Gesundheit in den Mittelpunkt. Einerseits dürfen Menschen durch gesellschaftliche Verhältnisse nicht in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. Andererseits müssen Voraussetzungen für einen Zugang zur Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Das ist primär Aufgabe der jeweiligen Staaten. Aber laut Artikel 38 des General Comment gilt die Überwindung der großen Ungleichheit hinsichtlich
des Gesundheitsstatus der Menschen im weltweiten Vergleich als gemeinsames Anliegen aller Vertragsstaaten. Dazu werden dort eben Kernverpflichtungen benannt, die für alle Vertragsstaaten gelten. Die große Ungleichheit ist zu überwinden, denn sie verhindert die Realisierung des Menschenrechts auf Gesundheit. Zweitens, der Zugang zu Impfstoffen ist eine Gerechtigkeitsforderung. Im Sinne des Gerechtigkeitsgrundsatzes, Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln, begründet eine gleiche Gefährdungslage einen gleichen Versorgungsanspruch. Das gilt über Nationalgrenzen hinweg. Angesprochen sind außerdem Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, wer bekommt eigentlich was, nach welchen Kriterien, und berührt es auch die Tauschgerechtigkeit, wenn man an die unterschiedlichen Preise denkt, die weltweit zu zahlen sind. Letztlich geht es hier auch um das bekannte Problem, dass Bereiche der Daseinsvorsorge marktwirtschaftlich reguliert werden. Und es ist auch, und das ist mir noch besonders wichtig, es ist auch ein Problem der Teilhabe- und Chancengerechtigkeit. Denn Menschen aus Ländern mit eben sehr niedrigen Impfquoten sind mehr und mehr vom Gebrauch ihrer Rechte, Berufsausübung, Bildung, Reisen, was auch immer, ausgeschlossen. Und die vorhandenen Ungleichheiten werden dadurch vergrößert. Drittens, Solidarität. Solidarität ist die Bewegung hin zu mehr Gerechtigkeit für alle. Sie beinhaltet auch, eigene legitime Ansprüche zurückzustellen. Also etwa nicht mehr als die nötigen Impfdosen zu kaufen, während ein Großteil der Weltbevölkerung noch gar nicht geimpft ist. Denn die Pointe universaler ethischer Prinzipien ist, sie gelten nicht nur überall, sie gelten vor allem auch für alle. Und schließlich, selbst aus wohlverstandenem Eigeninteresse, muss man die Forderung nach weltweitem Zugang zu Impfungen stellen und unterstützen. Stichwort Bildung von Mutationen. Es sind daher, und damit komme ich zur Handlungsebene, verschiedene Maßnahmen erforderlich. Und das machen wir in dem Papier auch besonders stark, dass es um verschiedene Maßnahmen geht. Ich möchte nur einige Punkte nochmal benennen. Wir vertiefen das dann gleich im Gespräch. Nötig ist eine schnelle, gerechtere Verteilung vorhandenen Impfstoffs. Die Delta-Variante macht das schwieriger, aber sie macht es auch dringender. Die COVAX-Initiative muss nachdrücklicher unterstützt werden und finanziell doch nochmal aufgestockt werden. Und Zusagen sollten zügig umgesetzt werden. Der freie Zugang zu Technologien, Patenten und Wissen zur Weiterentwicklung und Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen zur Bekämpfung von Covid-19, wie von der WHO angeregt, ist zu unterstützen. Und Exportverbote halten wir in dieser Situation für unzulässig. Hingegen sind Maßnahmen zur Aussetzung von Rechten des geistigen Eigentums nötig, wie etwa der TRIPS-Waiver, aktuell viel diskutiert, oder Zwangslizenzen. Das heißt, den Antrag von Indien und Südafrika, den mittlerweile über 100 Länder unterstützen, auch die USA, wäre zu unterstützen. Denn es gibt Kapazitäten für die Herstellung von Impfstoffen im globalen Süden. Diese Möglichkeit darf also nicht verhindert werden. Nur so kann mittelfristig die Mangelsituation überwunden werden. Und das gilt insbesondere seit Joe Biden, das war, als wir das Papier geschrieben haben, ja noch nicht der Fall, auch seine Unterstützung da eben zugesichert hat. Deutschland steht seitdem doch recht isoliert da, international. Also multilaterale Kooperation wäre in vielerlei Hinsicht zu stärken. Mitlaufend zu diesen zweigleisigen Maßnahmen, also schnelle Versorgung mit Impfstoff durch gerechtere Verteilung auf der einen Seite und Lösung des Knappheitsproblems durch Produktion im Süden auf der anderen Seite, mitlaufend ist die grundsätzliche Perspektive auf Global Health zu berücksichtigen. Ohne grundlegende Veränderungen im Bereich von Global Health, der Strukturen, durch mehr Aufmerksamkeit für die Themen, für die Fragen, durch bessere Beteiligung an Prozessen, lässt sich die strukturelle Ungerechtigkeit nicht ändern und Krankheiten und Pandemien in der Zukunft auch nicht besser bewältigen. Und wichtig ist uns besonders gewesen,
diese Maßnahmen stellen keine Alternativen dar, sie sind komplementär. Also dem häufigen Argument etwa, dass mit dem Aussetzen von Patenten ja kurzfristig gar nichts gewonnen wäre, kann man sagen, mag sein, auch wenn das jetzt schon seit Monaten gesagt wird und da hätte doch schon einiges stattfinden können. Aber es ist eben nicht der einzige nötige Handlungsstrang. Es sind mehrere verschiedene Maßnahmen, müssen gleichzeitig erfolgen. Und sie sind nicht gegeneinander auszuspielen. So viel zu unserem Papier. Und an der Stelle jetzt schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir stoppen jetzt die Aufnahme.